Einen wunderschönen guten Abend. Zunächst mal gebe ich mir mal ein paar Sekunden für den Blick ins Auditorium hier. Das ist in der Tat faszinierend. Herzlich willkommen auch nochmal zu unserer Podiumsdiskussion. Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck dieses Feuerwerks an Möglichkeiten, das Sie uns hier mit dem Einführungsvortrag geliefert haben. Ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten und Anregungen, und das ist der Sinn eines solchen Auftakts. Und wir werden ein bisschen diskutieren, wie wir diesen Möglichkeitsraum in die Problemlandschaft der Stadtmuseen bekommen. Das Tröstliche war für mich, dass in vielerlei Fragen Deutschland und unsere Städte hier noch Möglichkeitsräume bieten, die in anderen Regionen gar nicht mehr verfügbar sind. Also eine ganz spannende Möglichkeit für auch internationale Vergleiche, die uns... Okay, da müsste man ein bisschen lauter, ja, vielleicht ein bisschen lauter stellen. So ist besser, ja? Jetzt? Gut. Also internationale Perspektiven sind für diese Diskussion sehr heilsam, auch wenn sich manch einer von Ihnen mit seinen konkreten Alltagsfragen und Problemen dazu verhalten muss. Ich glaube, es ist deutlich geworden, auch mit dem Einführungsvortrag, wir sind mitten in einer Diskussion über unsere Städte, über die Zukunft unserer Städte, wie wir in ihnen leben, wie wir diskutieren über Enteignung und Aneignung von städtischen Räumen. Es schwirren Signalworte durch den Raum, Diversität, Gentrifizierung und Nachhaltigkeit. Die Vehemenz, mit der wir diese Debatte führen, ist vielleicht vergleichbar mit der Vehemenz, wie wir jetzt die Klimadebatte führen. Und das ist, denke ich mal, ein spannender Prozess. Und der hat auf interessante Weise die Stadtmuseen in den Blickpunkt der öffentlichen Diskussion gerückt, was ich einen ganz spannenden Vorgang finde, weil die, glaube ich, lange Zeit so ein bisschen im Schatten standen. Und ich übertreibe und spitze ein bisschen zu, das werde ich das ganze Podium überzuhen. Und Sie verzeihen mir das sozusagen mit Ihrer bildungsbürgerlichen Tradition, auch als Nischen in der Stadtgesellschaft zu tun hatten. Das ist ein interessanter Prozess, der aber nicht nur optimistische Dimensionen hat, sondern die Institutionen vor eine ganze Reihe von Problemen steht. Ich hatte das Privileg, 2 Jahre lang jetzt in einem Stadtmuseum in Berlin zu arbeiten und war mittendrin in einer solchen Institution im Umbruch. Und insofern wird manche meiner Fragen, sage ich mal, ein bisschen auch aus diesen Erfahrungen gespeist sein. Wir haben hier ein perfektes Setting in unserer Podiumsdiskussion für diese Fragen, weil wir Museum, das Nachdenken über digitale Stadt, Stadtforschung, Verwaltung, Förderinstitutionen zusammenkriegen, und wir können sozusagen diese Klaviatur der unterschiedlichen Akteure hier im Podium durchaus spielen. Ich darf Ihnen ganz kurz, in aller gebotener Kürze, die hier am Podium Beteiligten kurz vorstellen. Zum einen Gesa Ziemer wurde ja schon vorgestellt, die eben uns interessante Anregungen für die Diskussion und die Perspektiven von Stadtmuseum gehen soll. Und wir wollen versuchen, dass wir dieses Problem der Digitalität dann heute auch noch mal ein bisschen mit in der Diskussion aufnehmen. Neben ihr zu meiner Rechten Jutta Götzmann als Direktorin des Stadtmuseums hier in Potsdam, das ja in seinem Namen schon den Begriff Forum trägt. Da werden wir dann mal so ein bisschen auf die nachfühlen, wie weit es mit dem Forumsgedanken hier ist. Und ich glaube, was sie macht, wer sie ist und was ihre Kolleginnen und Kollegen machen, die Visitenkarte dafür, die werden wir heute und in den nächsten Tagen hier bekommen. Also insofern erübrigen sich lange Vorstellungen. Kirsten Haß zu meiner Linken, designierte Verwaltungschefin der Bundeskulturstiftung. Und damit Herrin oder Herrscherin, sage ich mal jetzt, um den richtigen Begriff zu nennen, über ein ziemlich opulentes Budget der Kulturförderung, dessen Segen wir ja auch in dem Programm hier sehen konnten. Sie hat als Kulturmanagerin lange Zeit gearbeitet und insofern neben den Erfahrungen aus der Förderinstitution natürlich auch einen praktischen Blick auf diese Dinge. Und ich darf last but not least Birgit Katharin Seemann vorstellen, die leitet den Fachbereich Kultur und Museen in der Stadtverwaltung von Potsdam und hat damit auch ihren ganz eigenen Blick. Wir haben ja heute schon gemerkt, also wenn Visionen auf Finanzen treffen, das hatten wir sozusagen im Setting auch dieser Tagung schon, dann stellen sich dort ganz neue Fragen. Auch das wird sicherlich eine Rolle spielen. Meine erste Frage geht an Frau Haß.
Ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch dieses Förderprogramm der Stadtgefährten angeschaut und unter anderem auch das Logo dieses Programms. Und beim Nachdenken dachte ich mir, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann habe ich mich an einen Film erinnert, der heißt Zurück in die Zukunft. Und wenn ich mich nicht irre, war die Anregung dafür aus diesem Film gewonnen, nur dass der Pfeil jetzt in die andere Richtung zeigt. Also wir gehen aber im gewissen Sinne wieder zurück in die Zukunft, auch mit der Frage, wie machen wir Stadtmuseen und zu Zukunftsinstitutionen, die eben Gegenwart und Zukunft von Städten verhandeln, die ihren Radius erweitern. Und ich bin sehr froh darüber, dass in der Leitfrage zu unserer Podiumsdiskussion auch die Formulierung enthalten ist, dass Stadtmuseen das ja schon sind, dass sie es nicht nur werden müssen, also dass wir nicht eine Diskussion führen, die den Eindruck erweckt, als ob wir nicht da schon Erfahrung sammeln werden. Und die Projekte, die Sie gefördert haben, tun das sehr stark. Meine Frage wäre aber, wie aus Ihrem Blick dieses Umschalten funktioniert hat. Wir haben eine Zeit hinter uns, oder zumindest die Historiker diagnostizieren das immer, dass wir eine Gesellschaft haben, die sehr stark auf Vergangenheit fixiert ist. Und Potsdam ist eine Stadt, wir haben darüber gesprochen, dass in der Identitätsdiskussion Vergangenheit eine große Rolle spielt. Wir haben einen beispiellosen Boom von Geschichte erlebt und jetzt sollen die Museen umschalten auf Gegenwart und Zukunft. Wie ist Ihrer Meinung nach auch mit Blick auf die geförderten Projekte dieses Umschalten gelungen und welche Probleme hat es aufgeworfen? Hört man das? Nee. Ist das an? Ja. Relativ dicht. Wie hat das Umschalten funktioniert? Also die Frage, ich würde die Frage ein bisschen drehen wollen. Wir können ja mit einem Programm immer nur einen bestimmten Aspekt stark machen und versuchen sozusagen ein Schräubchen mal zu drehen oder sie einzuladen, sich mit einer bestimmten Fragestellung zu beschäftigen, die natürlich nicht allumfassend ihr gesamtes Programm auf den Kopf stellt. Und insofern würde ich sagen, die Einladung vom Fonds Stadtgefährten, und Sie haben das sehr fein beobachtet, tatsächlich haben wir das lange diskutiert, ob diese Assoziation zum Namen passt und auch zum Programm, und haben uns für ein Jahr entschieden. Also die Idee zu sagen, ein Museum, was eigentlich gewohnt ist, zu erklären, was es hat, also zu bewahren, was es hat, und den anderen zu erklären, was das ist, was sie da sehen, einzuladen, andere zu befragen, schien uns ein Dreh zu sein, der interessant sein könnte. Nicht nur für Museen, aber im besonderen Fall der Stadtmuseen eben in großem Maße. Denn das könnte ja ein Raum sein, so wie Sie es auch gesagt haben, der für die Einwohnerinnen und Einwohner in einer Stadt eine besondere Bedeutung hat, hat er aber in der Regel nicht. Also meistens wird man einmal in das Museum geschleppt in der Schulzeit und dann geht man vielleicht noch mal mit Gästen hin und das war's dann. Und wir haben gedacht, das könnte irgendwie ein bisschen anders aussehen. Und eine Stellschraube, von der ich eben sprach, ist eben der Blick auf die anderen in der Stadt, die da auch aktiv sind, die möglichst sich schon organisiert haben und dadurch auch ein Gegenüber sein können für das Museum. Also nicht Einzelpersonen nur, sondern tatsächlich Gruppierungen, Vereine, Institutionen und so weiter. Und da sind die Erfahrungen natürlich sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das werden Sie dann viel besser erzählen können. Es ist immer eine Schwierigkeit, die eigene Perspektive zu verlassen und mal kurz aufzugeben. Und ich erinnere mich an eine Veranstaltung, die ziemlich am Anfang schon realisiert wurde unseres Programms. Da war ich in Görlitz. Dort wurde die Bevölkerung eingeladen, ihre DDR-Geschichte zu erinnern und zu erzählen. Und das war eine unglaublich beeindruckende Ausstellung, weil man eine Reihe von Objekten sah, Alltagsobjekten, die an sich gar nichts erzählen. Aber die kleinen Kärtchen, die man ja aus dem Museum kennt, ne, die Unterschriften, waren unglaublich beredt. Und neben den Objekten und den Kärtchen standen dann auch noch diejenigen, die das Objekt gebracht haben. Und plötzlich hat dieses Museum, obwohl es sozusagen eine Erinnerung war, eine vergangenheitsbezogene Ausstellung, einen Gegenwartsbezug gehabt, der wirklich umwerfend war. Man konnte nicht mehr treten in dem Museum, es war unglaublich voll. Es gab einen Stolz derjenigen, die ihre Objekte gebracht haben, der wirklich beeindruckend war.
weil, und das glaube ich ist das, was das Museum dann leisten konnte, weil das Präsentieren so aufgewertet war. Das war nicht nur, ich zeige dir privat meine Pyramide, die ich erworben habe, weil ich mich irgendwo angestellt habe und gar nicht wusste, wofür ich mich anstelle, sondern ich zeige es in einem Ort, der die Dinge, die er zeigt, kennt und erklären kann und aufwertet. Also das war eine Erfahrung, wo ich glaube, dass das Museum auch eine Perspektive gewechselt hat. Aber natürlich geht es auch schief, weil es so anstrengend ist, mit anderen zu arbeiten und weil es so wahnsinnig anstrengend ist, sich in Frage stellen zu lassen und weil es so wahnsinnig anstrengend ist, und das wäre so ein Aspekt, da würde ich gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, die eigenen schon gestalteten Räume frei zu machen für etwas, was noch nicht da ist. Also die Räume leer zu lassen, damit etwas entstehen kann. Also das sind für mich eigentlich die wirklich wichtigen Voraussetzungen, um das Haus zu öffnen. Also Ecken frei zu machen, in denen etwas passieren darf. Ohne Denkmalschutz Sorgen, ohne Vandalismus Sorgen, ohne politische Sorgen, was da wohl diskutiert wird. Das, glaube ich, ist die eigentliche Herausforderung für die Institutionen. Ja, danke. Dann gebe ich diesen Gedanken gleich mal an Jutta Götzmann weiter. Wie machen Sie solche Räume im Stadtmuseum frei? Wir haben im Vorfeld zu dieser Tagung drüber gesprochen, dass ich auch das Potsdam-Museum neu aufstellen will, in die Stadt hineinwirken will. Wir haben heute gehört, Potsdam ist eine sehr dynamische Stadt, das wächst weiter, was natürlich nicht nur positive Seiten hat, sondern auch Probleme mit sich bringt. Wie bringen Sie diese verschiedenen Pole der Stadtgesellschaft, die es hier in Potsdam gibt, und ich sage mal plakativ so ein bisschen das neue Potsdamer Bürgertum in der Berliner Vorstadt, die ostdeutschen Milieus in den Plattenbauten, die Flüchtlinge, die sich zur Irritation der Stadt ihren Gebetsplatz mitten in der Straße am Kanal gesucht haben, die Touristen, die das Barberini anzieht und die hier in Scharen jetzt in die Innenstadt einfallen. Also wie bringt man diese unterschiedlichen Gruppen in der Stadt zusammen und wie bringt man sie darüber, gemeinsam über die Zukunft der Stadt zu diskutieren? Ja, ich glaube, dass wir als Stadtmuseum ja ganz stark darüber nachdenken müssen, wie wir die Stadtgesellschaft erreichen, wie wir sozusagen mit unserer Arbeit eine Relevanz erzeugen. Und wir müssen sicherlich auch, was unsere Arbeit anbelangt, in vielerlei Hinsicht umdenken. Wir müssen unsere eigenen Präsentationen reflektieren, wir müssen aber auch unsere Vermittlungsformate überdenken. Einen wichtigen Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich das Verhältnis Stadt und Museum, um auch die zu erreichen, die nicht uns aufsuchen. Also gerade, wir wissen das, wenn wir uns statistische Zahlen angucken, wie viel Prozent der Bevölkerung besucht überhaupt Museen und auch Stadtmuseen. Wir wissen, dass es ungefähr bei 7% liegt. Das heißt, Museen sind gefordert, auch den Raum zu verlassen. Ich würde vielleicht auf beide Aspekte eingehen. Also einmal der Punkt, sozusagen rauszugehen, sich zu öffnen, auch sozusagen die Verbindung stärker zur Stadt zu suchen und dann, was Frau Haas gerade angesprochen hat, die Überlegung, Räume frei zu machen. Ja, diese Überlegung rauszugehen ist, glaube ich, eine ganz wichtige. Wir machen das in Form von Ausstellungen, wo wir uns überlegen, wo haben wir denn auch einen sinnvollen Kontakt sozusagen zum Stadtraum. Wo ergibt sich das vielleicht auch durch thematische Ausstellungen, auch über Stadtführung, über thematische Führung, Aufsuchen bestimmter Orte in der Stadt eine Brücke zu schlagen. Sie hatten vorhin dieses Geocaching als Beispiel jetzt auch für Einsatz von digitalen Medien. Das sind bei uns so Überlegungen, wo wir in Form von Workshops, die im Museum stattfinden, die den Schwerpunkt, einen wichtigen Schwerpunkt in Potsdam zum 18. Jahrhundert mal aufgreifen, zusammen im Militärwaisenhaus, was aber etliche Straßen weiter liegt, verbinden und dann auch noch mit einer Kinderbuchautorin, die so eine Geocaching-Tour genau zu einem Thema des 18. Jahrhunderts erarbeitet hat. Und das sind so Überlegungen, wie schafft man Museumsformate mit Stadtformaten zu verbinden und eine andere Bevölkerung anzusprechen. Dann gibt es so Überlegungen auch, Sie sprachen gerade davon, es ist manchmal auch schwierig, mit anderen Einrichtungen zu arbeiten. Das stimmt, nur unsere Erfahrung war bisher, dass Netzwerke, egal welcher Art, auch immer unglaublich gewinnbringend sind. Das Zusammenarbeiten mit anderen Einrichtungen, das ist natürlich einfacher, wenn es gleiche Häuser sind. Also Museum und Museum zusammenarbeiten. Wir machen beispielsweise im nächsten Frühjahr, wenn es bei uns
wir sind ja auch ein Haus, was neben der stadtgeschichtlichen Sammlung auch eine Kunstsammlung hat. Wenn wir zum Thema Impressionismus arbeiten, werden wir mit dem großen Nachbarn, mit dem Barberini zusammenarbeiten und häuserübergreifende Formate machen, 3 Abende lang, weil es sich gerade thematisch dann wirklich eng anbindet. So, das sind so Sachen, wo man sozusagen mit gleichen Einrichtungen arbeitet. Das Stadtgefährtenprojekt ist aber ja viel stärker darauf ausgerichtet gewesen, neue Partnerschaften zu finden. Und da muss man sich wirklich fragen, wie schaffe ich das auch mit sozialen Einrichtungen zu arbeiten? Wie schaffe ich das gerade auch solche Themen wie Migration, wie eine veränderte Vielfalt in der Stadt aufzunehmen und die auch ins Haus zu holen? Ich kann nur sagen, aus der eigenen Arbeit heraus, es ist schwierig, überhaupt erstmal auch den Zugang zu den verschiedenen Gruppen in der Stadt erstmal herzustellen. Aber die Arbeit daran ist unglaublich lohnenswert. Sie haben den Punkt angesprochen, Räume zu öffnen. Wir haben, wenn ich vielleicht ein praktisches Beispiel und dann gehen wir weiter, wir haben ja auch ein bisschen begrenzte Zeit und Sie wollen ja gleich auch noch mal zu Wort kommen. Wir hatten ein Beispiel, da haben wir genau diesen Saal hier freigemacht und haben ihn leer gelassen für ein Projekt, was wir mit einer Tanzschule und mit einem Schülerprojekt gemacht haben, die in Drewitz ansässig waren. Also Schüler, die nicht unbedingt die historische Mitte aufsuchen und die auch das Zentrum Potsdams und auch das kulturelle Erbe der Stadt wenig kennen. Und die Überlegung war, dass sie sozusagen sich mit diesem Zentrum hier beschäftigen, dass sie aber auch ganz aktuell an einem Prozess hier in der Stadt teilhaben. Das war der Abriss der Fachhochschule. Und die haben sozusagen, dieses Projekt hat als Tanzprojekt sich intensiv mit diesem Stadtraum auseinandergesetzt und hat sozusagen hier in diesen Räumlichkeiten, die haben ihre eigenen Ideen sozusagen mit einer ja, performativen Art, mit Tanz, aber auch mit dem Bildensemble und auch mit einer Aufarbeitung des geschichtlichen Hintergrundes verbunden. Und ja, das war vielleicht mal so ein Projekt, wo wir versucht haben, ganz andere Gruppen mit ganz anderen Mitteln und mit einem ganz anderen Zugang in das Haus zu bekommen. Und wenn wir überlegen, wie unsere Neuausrichtung aussieht, dann werden wir nicht das aufgeben, was uns ausmacht, der Blick in die Vergangenheit, der Blick in die Historie und der Blick auf unsere Sammlung, weil ich glaube, auch das Analoge hat in der digitalen Gesellschaft einen ganz wichtigen Stellenwert. Aber wir werden das andere auch zulassen. Und Überlegungen sind, wie wir Projekte machen können, um gerade die sehr unterschiedlichen Stadtviertel Potsdams, und da haben wir eben, was Sie gerade ansprachen, die Villenkolonie, wir haben die Berliner Vorstadt, wir haben aber auch Zentrum Ost oder wir haben Drewitz oder wir haben den Schlatz. Wie lebt es sich hier in dieser Stadt? Wir können es historisch beantworten mit einer historischen Aufarbeitung, wir können aber auch versuchen, Projekte zu starten, wo wir in den Stadtraum gehen, und das sind Überlegungen, die auch unsere Neuausrichtung betreffen. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage, ein bisschen daran anschließend, geht an Frau Seemann. Wir haben heute kurz mal drüber gesprochen und ich hatte eigentlich vor, ihr eine Frage zu stellen, die so ein bisschen provokativ ist. Und sie hat zu Recht gesagt, da ist sie eigentlich nicht der Adressat dafür. Nämlich die Frage, ob wir jetzt nicht Stadtmuseen als Einrichtung eine Rolle zuschreiben. Sie sollen jetzt soziale Räume werden, sie sollen sich öffnen. Behandeln wir sie nicht als eine Art Problemlöser für Konflikte und Fragen in unserer Gesellschaft, wo Politik gescheitert ist oder wo andere Mechanismen der sozialen Integration nicht mehr funktionieren? Ich drehe die Frage aber um. Wir haben darüber gesprochen, dass es darauf ankommt, unterschiedliche Akteure zusammenzubringen. Was kann Stadt, was kann städtische Verwaltung und städtische Kulturpolitik tun, solche unterschiedlichen Akteure zusammenzuführen? Wie kann diese Vernetzung auch die Stadtmuseen in ihrer Rolle stärken, sie ertüchtigen, diese Funktion wahrzunehmen? Welche Erfahrungen haben Sie da in Potsdam damit gemacht? Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass Sie für mich die Frage umdrehen. Aber vielleicht kann man sagen, also einiges ergibt sich ja eigentlich schon aus dem Auftakt der heutigen Veranstaltung. Also ich denke, die Beigeordnete für Kultur, Frau Aubel, hat ja deutlich gemacht, dass die Politik der Stadt tatsächlich auch hinter dem Vorhaben steht, eine Neuausrichtung des Potsdam Museums voranzubringen. Und ich glaube, dass das die Voraussetzung Nummer eins ist, tatsächlich, dass man die Politik auf seiner Seite hat, weil es ja auch darum geht, einerseits solche Publika zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen. Und da ist immer noch die Frage, wie geht das? Weil Frau Götzmann ja zu Recht festgestellt hat,
dass nur ein Teil derjenigen, die wir uns im Museum wünschen würden, tatsächlich den Weg hierher finden. Das heißt also, es muss darum gehen zu gucken, wie erreichen wir diejenigen, die wir bisher über unsere Tools nicht erreicht haben. Das ist das eine. Das andere ist eben, wenn es darum geht, eine Neuausrichtung der Museen voranzubringen, dann müssen wir uns einerseits die Aufgabe vergegenwärtigen, die die Häuser ja nach wie vor haben. Also wir können nicht plötzlich sagen, wir sind nur ein Zukunftslab und lassen unsere Sammlungen vollkommen außer Acht und vernachlässigen unsere Arbeit, die ja auch im Bewahren der Sammlungen zu tun hat, im Präsentieren der Sammlungen. Es kommt also ein zusätzlicher Bereich mit hinzu. Um diesen zusätzlichen Bereich tatsächlich so ermöglichen zu können, braucht man die Politik und man braucht eben auch eine große Aufgeschlossenheit dem, was dort passieren soll, in dem Museum gegenüber tatsächlich auch immer aktuell. Weil ich nämlich glaube, und das wurde hier mehrfach auch schon gesagt, das Wichtige ist einerseits die Öffnung des Hauses, also wie schaffe ich es, mehr von den Publika, die ich bisher nicht hatte, ins Museum zu bringen, ohne die anderen zu verlieren, weil darauf kommt es ja auch noch an. Sie wollen ja nicht komplett ihr Museumspublikum verlieren, sondern wie schaffe ich es also beide sozusagen zu halten? Wie sind die Voraussetzungen dafür, wie kann ich das eigentlich schaffen? Und man muss sich, glaube ich, auch den aktuellen Diskussionen stellen. Also es wurde ja vorhin schon gesagt, Frau Zimmer, Sie sagten es, Sie kommen in die Stadt und stellen fest, da steht plötzlich ein Schloss, wo vorher noch keins war. Oder die Diskussion über Garnisonkirche. Und es wäre sicherlich sehr wichtig zu gucken, wie kann man die Vergangenheit, also den Blick in die Geschichte mit ganz aktuellen Fragestellungen, zum Beispiel eben das Thema Architektur Ost-West verbinden und auf welche Art und Weise kriegen wir das hin? Und wenn wir mal in die Stadt schauen, dann gibt es ja schon Bereiche, die wir entwickelt haben. Einigen von Ihnen wird vielleicht das Kunst- und Kulturquartier Schiffbauer Gasse etwas sagen. Ein ehemaliges Industrie- und Militärareal, ursprünglich mal besetzt, muss man sagen, Anfang der 90er. Wilde Techno-Partys, die da stattgefunden haben und es spielte also im Jahr 92 damals dort eine unbekannte Band namens Rammstein, die es geschafft hat, dann auch gleich eine Institution fast mit abzufackeln, aber heute müssen Sie sich keine Sorgen machen, es ist alles feuerfest gebaut, also Sie können das Areal gerne besuchen und dort findet etwas statt, was tatsächlich auch eher ein übergreifendes, also ein cross-sektoriales Denken vielleicht befördert, in dem eben Gastronomie, Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft, auch ein vielfach strapazierter Begriff, muss man sagen, in letzter Zeit, zueinander geführt wird. Und wenn Sie mich fragen, was haben wir schon? Ne? Also wo können wir sagen, wo arbeiten wir schon zusammen? Dann würde ich sagen, die Schiffbauer Gasse ist ein solches Beispiel, wo ja gerade die Akteure der der Kultur, das waren ja ursprünglich tatsächlich Pioniere, die ausgeschwärmt sind, um dieses Areal zu entwickeln und nicht, wie es in Hamburg ja traurigerweise passiert ist, in der Hafen City, dass tatsächlich 20 Jahre, nachdem man festgestellt hat, es ist eigentlich tot, obwohl die Kritik ja viel früher in Hamburg auch schon ganz offensichtlich war und ja viele Projekte auch kommen in die Gänge, beispielsweise ja auch damit zusammenhängen, dass eben vieles so stark gentrifiziert wurde, dass die Stadt nicht wieder zu erkennen war. Und dass eben die Schiffbauer Gasse, glaube ich, ein Positivbeispiel ist, das allerdings natürlich auch noch weiterentwickelt werden kann. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Akteure zueinander zu führen und möglicherweise könnte das auch unter anderem über Veranstaltungen passieren, weil es eben nicht so einfach ist, als Kultureinrichtung soziale Einrichtungen zu erreichen, also da tatsächlich an die heranzutreten, weil immer die Frage ist, des Fokus, also wo liegen die Schwerpunkte? Und ich glaube, dass gerade Möglichkeiten der Vernetzung über Veranstaltungen stattfinden könnten und möglicherweise eben auch für die Mitte, also die historische Mitte, in der wir uns ja befinden, auch über eine Art Veranstaltungsmanagement, das stärker dazu dienen könnte, die Akteure zueinander zu führen und dann eben auch möglicherweise noch ganz andere Teile der Publika zu uns zu holen.
Ja, wir haben ja jetzt auch gerade eine ganze Menge über mögliche auch alternative Werkzeuge, Akteure zusammenzubringen gehört. Aber Frau Haß wollte kurz kommentieren. Bitte. Ja, nur ganz kurz. Also ich glaube, diese ganze Öffnung ist nichts, wenn man einen kulturpolitischen Auftrag erfüllen möchte. Die ganze Öffnung wird nur gelingen, wenn man seinem eigenen Auftrag verpflichtet bleibt und mit seiner Kompetenz und mit seinem Profil des eigenen Hauses sich fragt, was fehlt mir denn eigentlich noch? Also diese Erfüllung sozusagen um eines politischen Auftrags willens läuft meiner Meinung nach ins Leere. Und ich wünschte mir eigentlich, dass sich die Kulturinstitutionen selbst fragen, was möchte ich, was brauche ich denn noch, und daraus eine Öffnung entwickeln, statt zu sagen, wen müsste ich noch erreichen, um meine Besucherzahlen zu erhöhen und so weiter. Also wegzukommen von diesem eifrigen Pflichterfüllen hin zu einer Leidenschaft für einen wirklich neuen Prozess und neue Begegnungen, die man in die eigene Arbeit einfließen lässt. Also, und noch eine ganz kurze Bemerkung zur Schiffbauer Gasse, eine persönliche Bemerkung. Da war ja gerade eine wahnsinnige Lebendigkeit in der besetzten Zeit, also die wirklich diese Leidenschaft und diesen Spirit hatte, weil dort leere, noch nicht genutzte Räume waren. Und das zu bewahren in einer vorsichtigen Entwicklung, Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung, das, glaube ich, ist die große Kunst. Ja, das, ja, bitte, vielen Dank. Ja, das bringt mich zu meiner nächsten Frage an Frau Ziemer, ein bisschen auch in Anknüpfung an Ihren Vortrag. Also welchen Rat Sie Stadtmuseen geben würden, solche urbanen Öffentlichkeiten zu sichern, aber auch zu schaffen. Sie haben ja auch in Ihrem Vortrag darüber gesprochen, wir haben eine Konkurrenz um öffentliche Räume, auch wenn das vielleicht in Deutschland noch nicht so drastisch ist wie in Ihrem internationalen Setting, aber wir erleben das in unseren Städten. Wir stellen nur als Beispiel morgen ein ganz spannendes Projekt vor über ein Museum für die Hip-Hop-Generation. Das wird Thorsten Giese machen, wo natürlich auch eine Rolle von Stadtmuseen plötzlich ins Spiel kommt, dass sie eine Kompensation sein müssen für öffentliche Räume und urbane Räume, die der Öffentlichkeit entzogen werden. Also wie können Stadtmuseen das machen? Welche Instrumentarien haben sie? Und zweitens, welche digitalen Szenarien spielen da eine Rolle? Letzter Satz, ich habe mir mal angeguckt, was die Stadt Potsdam an Open Data anbietet, also an Ressourcen, mit denen vielleicht auch Museen Stadtdiskussionen gestalten kann. Und das ist ziemlich dünn. Da kann man ein bisschen die letzten Wahlergebnisse lesen und kriegt ein paar Karten angeboten im Moment. Ich glaube, es sind 140 Nutzer, die das mal runtergeladen haben. Also ein bisschen nochmal Ihre Mutmachdiskussion. Was würden Sie Stadtmuseen raten? Wie kann man diesen Prozess gestalten? Also mir kam jetzt, ich will hier jetzt nicht Mut machen, das klingt ja furchtbar, nein. Also ich beschäftige mich ja nur mit Zukunft, also viel, viel mehr mit Zukunft natürlich als mit Vergangenheit. Das ist einfach mein Job. Und was ich, der Begriff, der mir eben noch in den Sinn kam die ganze Zeit, ist dieser Begriff des Ökosystems. Ecosystem, no ego system, ecosystem, so nennen das meine amerikanischen Freunde immer. Und wir versuchen viele Projekte, die wir aufgleisen, über ein gutes Ökosystem aufzugleisen. Heißt, überhaupt nicht darüber nachzudenken, was für Disziplinen vereinen wir da eigentlich, sondern immer von der Fragestellung herzukommen. Wir haben irgendein städtisches Problem und dann suchen wir uns Leute, die uns irgendwie interessant scheinen. Kinder, Erwachsene, es spielt eigentlich erstmal überhaupt keine Rolle. Die setzen wir an einen Tisch und versuchen halt mit Methoden, die man ja, gibt's ja alles Mögliche, einfach die Debatte in Gang zu setzen. Und ich bin ja sehr, ich arbeite ja am MIT, ich mache das jetzt seit 4 Jahren und eine Sache hat mich dort wirklich sehr beeindruckt. Ich gehe da seit 4 Jahren ein und aus. Mich hat noch nie irgendjemand an diesem verdammten MIT gefragt, was ich eigentlich für eine Ausbildung gemacht habe. Das fand ich super. Ich bin Philosophin, habe mir gedacht, irgendwann muss mich doch mal jemand fragen. Dann kann ich sagen, ich bin Philosophin. Nein, das interessiert die überhaupt nicht, sondern man kommt immer vom Problem her. Wir haben ein Mobilitätsproblem, was hast du dazu beizutragen? Hast du eine Idee? Können wir es so machen? So kennst du Leute. Ne, das Netzwerk. Und dieses Ökosystemdenken finde ich interessant. Und ich baue im Moment für die UNO, für die Vereinten Nationen, so ein Technologielab auf in Deutschland. Und das Interessante war, die UN hat eine Kennzahl, wie sie bewerten die Initiativen, und die größte Kennzahl, die sie am höchsten bewerten, ist das Ökosystem interessant. Das fand ich echt spannend. Die gucken nicht, ist die Institution toll, haben die Geld, hat die Reputation, das interessiert die alles überhaupt nicht, sondern, und ich habe für diesen ersten Workshop mit der UN
unser Ökosystem adressiert, aus Stiftungen, aus Schulen, aus NGOs, Greenpeace ist unser Nachbar, aus Firmen, Unternehmen, wir arbeiten mit Google, mit allen möglichen Unternehmen. Und die an einen Tisch zu kriegen und zu sagen, so und jetzt reden wir über Mappen von Minoritäten. Wir haben keine Daten über Prostitution, wir haben keine Daten über Kinderarmut, wir haben keine Daten über Wasserzugang, also all die ganzen humanitären Fragen. Das war großartig. Und alle haben Interesse, dann an einem Thema zu arbeiten. Da interessiert mich überhaupt nicht, ob jemand aus dem Museum kommt oder so. Ich sag mal, das ist ein bisschen überspitzt vielleicht. Deswegen Ökosystem will ich nochmal einbringen. Und die große Kompetenz, sage ich nochmal, die Museen haben, warum ich Leute von Museen einlade, ist, weil sie Experten sind im Kuratorischen. Sie können Zusammenhänge herstellen zwischen heterogenen Objekten und Menschen und Themen. Das ist ihre ganz große Kompetenz. Das haben sie jahrelang gelernt, das machen sie jeden Tag. Und die Kompetenz, die hat kein einziger Stadtplaner. Deshalb sage ich auch immer, wir müssen unsere Städte eben auch kuratieren. Und dafür brauche ich so jemanden wie Frau Götzmann vielleicht und nicht irgendeinen Planer. Der hat andere Kompetenzen, der kennt sich mit Baurecht aus, der kennt sich mit Flächen aus, brauchen wir auch alles. Ne? Die sind alle gleich wichtig, die Kompetenzen. So. Ja. Ja, vielleicht gerade noch mal zu Frau Haas. Frau Haas, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Es geht nicht darum, den Wunsch der Kulturpolitik zu erfüllen, sondern ich habe gesagt, und tatsächlich die Voraussetzung ist ja sehr günstig, wenn die Politik einem solchen Vorhaben gegenüber aufgeschlossen ist. Darum geht es. Es geht nicht um den Auftrag. Denn, und da komme ich sozusagen zu dem weiteren Punkt, so eine Sache, wie man sie hier jetzt anstrebt und wie viele von Ihnen sie anstreben, ist ja auch immer mit Ressourcen verbunden. Also Sie sprachen Räume an, also auch Möglichkeitsräume zum Beispiel, in denen man ausprobieren kann, in denen man auch scheitern kann, weil auch das kann ja passieren. Und vieles zu den Aufgaben, die ein Museum ohnehin schon erfüllt, ja auch noch hinzufügen muss. Und da ist es sehr günstig, wenn die Politik einer Stadt nicht von vornherein sagt, um Gottes Willen, wir wollen eigentlich nur das klassische Museum und die klassische Kulturinstitution und das Konzert und am Samstagabend in die Premiere im Stadttheater gehen, sondern es ist doch günstig, wenn eine Stadt sich öffnet und sagt, wir haben schon eine Werkstatt für Beteiligung, wir nehmen Bürgerbeteiligung ernst, wir versuchen auf alle möglichen Arten und Weisen und eben auch über die Kultur an die Bürger heranzukommen und sie in den Prozess der Stadtgestaltung mit einzubeziehen. Und ich glaube, dass das hier in Potsdam eine sehr günstige Voraussetzung ist. Und wie gesagt, und das wird sich dann aber erst in der Praxis zeigen, ne? Praxistest, gibt es die Ressourcen dann, die man braucht oder gibt es sie nicht? Ja, Frau Ziemer hat mir, und sie hat es wieder geschafft, Mut zu machen, indem sie darauf verwiesen hat, dass die ganz spezifische Kompetenz von Museen in solchen Prozessen wichtig ist. Sie ist nicht obsolet. Und das bringt mich zu der nächsten Frage an Frau Götzmann. Welche Auswirkungen haben eigentlich solche Prozesse auf das Innenleben in Museen? Ich hatte ja schon gesagt, mein Gefühl ist, dass es in vielen Museen eine Verunsicherung gibt. Da schwirren Stichwörter durch den Raum wie Diversität, wie Outreach, wie Partizipation, es gibt neue Berufsbilder und die große Frage ist, was wird mit Wissenschafts im Museum, was wird mit den Sammlungen, wie geht man damit um und es geht um die Frage, was wird mit diesen Kompetenzen oder wie kann man sie einbringen, also welche Erfahrung haben Sie da im Museum und wie moderieren Sie einen solchen Prozess im Innern Ihrer Einrichtung? Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, dass man nicht nur Aufgaben hinzunehmen kann und sich nochmal weiter auf die Schultern laden kann, sondern darüber nachdenkt, was sind für uns auch erstmal museale Basisaufgaben, die auch wichtig sind und die natürlich absolut notwendig sind. Und wenn Sie das Thema Wissenschaft ansprechen, dann ist das natürlich sozusagen die Aufarbeitung auch, die uns ja mit unserem Auftrag auch übergeben ist, die ist gekoppelt sozusagen natürlich an die Wissenschaft, die ist gekoppelt an die Sammlungsbestände. Und ich meine, wir zählen zu den mittelgroßen Stadtmuseen. Es gibt natürlich wesentlich größere. Nur wenn ich mir überlege, wir haben auch eine Sammlung von über 280.000 Objekten, dann ist das einfach eine riesige Sammlung. Und die auch zu betreuen, neben den neuen Aufgaben, ist sozusagen Basisarbeit, die notwendig ist und die natürlich bewältigt werden muss. Aber wir sollten auch sehen, dass das ja sozusagen erstmal auch ein wichtiger Fundus ist für die gesamte Arbeit. Alles, was wir generieren, generieren wir aus unseren Sammlungen heraus und sozusagen auch entwickeln natürlich auch unsere Themen und unsere Ansätze heraus. Also diese Arbeit ist definitiv da. Wir überlegen uns, wie sieht jetzt das Feld auch der neuen Bereiche aus? Und dieser Blick, der natürlich auch
absolut seine Berechtigung hat. Das haben wir jetzt zum Beispiel gemerkt, wenn wir jetzt eine Auswertung gemacht haben unserer aktuellen Besucherumfrage. Wie sieht das denn eigentlich auch sozusagen unsere, wie sehen das die Besucher aus unseres Hauses oder wie sehen das auch ja, Menschen aus der Stadtbevölkerung? Wir haben auch Umfragen mal bei Festivals oder bei Aktivitäten im Stadtraum gemacht. Der Wunsch ist einfach da, dass wir sozusagen neben dem Thema Vergangenheit auch stärker gegenwartsbezogene Themen mit aufnehmen. Sprich auch mit anderen Methoden arbeiten als die, die unsere gängigen Methoden sind, die sozusagen sich natürlich stärker über die Sammlung und auch über sozusagen die klassischen Methoden in der Herangehensweise artikulieren. Diese Prozesse sozusagen stoßen wir zusätzlich an, aber man muss erst mal sehen, schaffen wir das mit dem Team des Hauses, ist eine wichtige Überlegung. Wie sieht das aus mit den finanziellen Ressourcen, auch die, die zusätzlich hinzukommen? Das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, nicht nur zusätzlich Aufgaben anzunehmen, sondern auch zu gucken, was können wir wirklich bewältigen? Also die Öffnung des Hauses zur Stärke auch zu Gegenwartsthemen ist, glaube ich, eine ganz wichtige, weil wir haben wirklich gemerkt, auch in den Umfragen, die wir gemacht haben, ist das schon ein ganz großes Bedürfnis, was da ist. Und wenn wir uns die aktuellen Debatten in Potsdam ansehen, dann haben die ganz viel mit der historischen Bausubstanz zu tun, die haben mit der Bewahrung des kulturellen Erbes zu tun, die haben aber auch damit zu tun, wie stark wird denn rekonstruiert. Und da sind wir bei dem Thema, was Frau Ziemer vorhin hatte, ja sozusagen den Schrecken, den Sie auch gehabt haben, es wird so stark historisch wieder aufgebaut. Das haben wir aber auch in unseren Besucherumfragen gehabt, wo plötzlich stand, ja, das würden wir gerne noch mal stärker auch diskursiv im Museum bearbeitet haben. Und wir haben ja den Begriff des Forums bei uns ganz bewusst 2010 mit in den Namen des Museums aufgenommen, weil wir gesagt haben, wir möchten auch sozusagen ein Ort sein, an dem auch eine Diskussion und eine Plattform da ist, um solche Themen, auch diskursive Themen in der Stadt diskutieren zu können, besprechen zu können, aber auch, um sozusagen nicht nur bei den alteingesessenen Formaten zu bleiben, auch sozusagen als aktive Prozesse auch mal mit Beteiligungsprozessen in Ausstellungen auch in das Haus zu holen. Und dieses Thema sozusagen der Ausrichtung Abriss von DDR-Architektur, historischer Wiederaufbau, ich habe es gestern war das Interview mit der Märkischen Allgemein, das wird ein Thema sein, was bei uns auch einfach ansteht, weil ich merke, wie groß das Interesse ist und wie wichtig das für Potsdam ist. Man muss immer schauen, wie schafft man es mit den eigenen Ressourcen und wie kann man es sozusagen bewältigen. Und wir können nicht plötzlich so und so viele Stellen mehr generieren. Aber ich bin natürlich froh darüber, und das hat Frau Seemann ja auch richtig angesprochen, dass es auch einen politischen Background dafür gibt. Und auch über den müssen wir versuchen, wir sind gerade wieder in den Haushaltsverhandlungen, auch sozusagen da auch etwas an mehr Finanzen zu regenerieren, die uns auch ermöglichen, das eine oder andere Thema auch wirklich nochmal untersetzt zu bekommen, finanziell untersetzt, aber auch mal personell untersetzt. Sie wollten nochmal. Zwei Gedanken vielleicht nochmal. Also neue Themen angehen und mit neuen Partnerschaften arbeiten, heißt ja nicht unbedingt, das alles wieder selbst zu machen. Es könnte ja auch eine kleine Entlastung entstehen, indem man anderen den Raum gibt. Und das andere ist, dass ich glaube, dass dieser Gedanke, wir haben ja unsere Sammlung, so dominant ist in manchen Phasen oder an manchen Häusern, dass eine für mich wichtige Frage nicht gestellt wird, nämlich wann hören wir denn auf, die Stadtgeschichte zu erzählen und was müssen wir noch aufholen? Also in den Projekten, die wir im Fonds Stadtgefährten gefördert haben, haben wir gesagt, nehmt bitte brennende Themen eurer Stadtgesellschaft auf. Und das sind nicht selten Themen, die vielleicht schon ein paar Jahrzehnte zurückliegen, aber heute lebende Menschen betreffen. Sinti in Leer oder ich erwähnte es vor der Wende Biografien zu erzählen oder Zeitzeugen des Nationalsozialismus. Wie gehe ich damit um, wenn eine Familie, die zu Tätergruppen gehört, noch lebt, die ich irgendwie hier in meinem Museum benennen muss? Das sind Themen, wo die Sammlung vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt wie die Historie und die Stadtgeschichte. Und das müsste doch etwas sein, was Stadtmuseen interessiert.
Na, ich fand beim Blick in die geförderten Projekte auch, dass durchaus viele von Ihnen unter Beweis gestellt haben, dass auch Geschichte eine Ressource sein kann, die man in diese aktuellen Debatten reinbringen kann. Bevor wir ans Publikum gehen, noch eine letzte Frage an Frau Ziemer, die nochmal auf das Digitale rührt. Vielleicht auch den Rat an die Museen mit, also kann man nicht auch Sammlungen öffnen? Kann man nicht sozusagen Sammlungen als digitale Ressource? Ich beobachte aber, das ist, glaube ich, so eine deutsche kulturelle Krankheit, dass es gegenüber Digitalisierung viele Vorbehalte gibt. Also wir kennen das aus anderen musealen Szenarien, sozusagen vom Besuchertracking bis zu anderen Tools, wären neue Formen sozusagen auch des Umgangs. Sie haben den Dialog zwischen den Objekten und den Nutzern und deren Vernetzung. Aber ich stelle mal wieder fest, dass es zumindest in unserem Land eine große Skepsis gegenüber solchen Szenarien gibt. Was würden Sie sagen, wie kann man das aufbrechen kulturell? Weiß ich nicht, aber ich denke die ganze Zeit darüber nach. Ich meine, dieses Digitalisierungsthema ist ja da, ne? Wenn man sich Technologie anguckt, Technologie kann ganz viel. Bilder, Töne, Kombinationen, die ganzen künstlichen Intelligenztools, die jetzt angewendet werden. Wir hatten neulich bei Christie's ein Kunstwerk, das verkauft wurde für viel Geld, was ein AI-Kunstwerk war, was kein Mensch gemacht hatte. Ray Kurzweil hat schon vor 50 Jahren komponiert über einen Computer und wir haben nie gemerkt, dass das nicht er war, sondern der Computer. Das ist ja technologisch alles längst da. Und wenn ich mir Unternehmen angucke, der Change in den Unternehmen, der ist ja riesig. Wir werden bald keine Busfahrer mehr haben, weil wir diese teilautonomen Busse haben. Die müssen ihre Berufsbilder alle massiv ändern. Überall ist der Druck enorm, dass sich die Organismen, sagen wir mal, egal ob, müssen sich wahnsinnig ändern im Moment. Und bei den Museen kommt mir das jetzt auch so ein bisschen behäbig vor, dass man so denkt, naja, wir haben die Sammlung, wir müssen mal gucken und vielleicht und so. Ich meine, es ist öffentlich gefördert und es ist dann eine politische Frage, aber wenn ich mir die auch angucke, wie sich die Wahrnehmung ändert, deshalb habe ich das Beispiel von TeamLab gebracht und den Babys, die da schon reingelegt werden, das ist massiv. Unsere Kinder sind alle in den sozialen Netzwerken unterwegs. Ich kriege meine Kinder leider eben auch nicht mehr ins Museum. Das habe ich versucht. Ich bin nicht sehr bildungsfern. Ne? Das ist keine Chance. Und deshalb glaube ich, dass man massiv arbeiten muss an diesen Vermittlungsformaten. Man muss sich eigentlich vorstellen, dass TeamLab jetzt in Berlin eine Filiale eröffnet und da eine Riesenshow abzieht und dann laufen alle dahin. Mhm. Kommt keiner mehr hier ins Museum. Ich übertreibe jetzt, keine Angst. Ja. Aber das ist, glaube ich, das Szenario. Das haben alle Unternehmen in ihren eigenen Bereichen auf andere Arten und Weisen. Und ich glaube, die Kunst muss das auf der Wahrnehmungsebene wirklich offensiv adressieren. Und das hat gar nichts zu tun mit Geschichte und Gegenwart. Ich glaube, Geschichte kann man wunderbar natürlich auch in solchen Formaten erzählen. Das meine ich nicht als Geschichtsnegativismus, überhaupt nicht. Das finde ich sogar super und wichtig. Und ich meine, da gibt es ja auch viele Beispiele auf der Welt. Wir haben uns in Shanghai da dieses Stadtmuseum angeguckt. Das ist Propaganda. Das ist natürlich doof, das wollen wir nicht. Aber ich meine, die fahren da Sachen auf, da denkt man so, uff, wusch. Und wir sind hier immer noch so ein bisschen bei den Vitrinen und Objekten und so. Dann denke ich manchmal, weiß nicht. Vielleicht noch mal so ein ganz kleiner Hinweis, vielleicht noch mal zu dem Beispiel aus Tokio. Ich muss sagen, mich hat der rein virtuelle Raum, der digitale Raum nicht so völlig und nicht so ganz überzeugt. Und ich weiß auch nicht, ob die Krabbelstube für Kinder 2 Jahre und darunter sozusagen, um schon digitale Bilder auch zu verarbeiten, allein was Auge und Netzwerk Haut anbelangt, ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube nicht, dass wir sozusagen immer in diesen Extremen denken müssen und dass auch Stadtmuseen sozusagen stehen nicht als Sammlung für ein Thema, was sozusagen althergebracht und verstaubt ist. Es geht, glaube ich, darum, mit welchen Fragen wir arbeiten, wie wir einen Gegenwartsbezug erzeugen und wie wir auch versuchen, sinnvolle Schnittmengen zu erzeugen. Und ich muss sagen, wenn ich Ihnen jetzt zum Thema auch Einsatz von digitalen Medien ein schönes Beispiel nennen soll, was ich in den letzten 4 Wochen besucht habe, dann ist das Museum Maas, also Museum am Strom in Antwerpen, die in einem 10 Jahre jetzt alten Neubau über 10 Etagen sich erstrecken und die es geschafft haben, daran hat mich so ein bisschen gerade ihr Video erinnert, mit einem Introraum pro Etage, mit meistens digitalen Bildern, mit Erfahrungsmomenten, wo man sich selbst auch im Video sieht. Die arbeiten sehr experimentell mit einem Vorraum pro Etage. Dann komme ich aber in eine themengestützte Abteilung, die durchaus mit Objekten arbeitet. Also das eine muss sozusagen das andere überhaupt nicht ausschließen, sondern kann es absolut sinnvoll ergänzen. Und das Haus ist extrem gut besucht. Sie sagten gerade, Ihre Kinder gehen nicht ins Museum. Das Museum war ein wunderbares Beispiel dafür, wie man es wirklich auch schafft, breite Gruppen anzusprechen, wie man Familien schafft, anzusprechen
Und es muss, glaube ich, nicht heißen, dass wir unsere Objekte nicht mehr im Museum zeigen können. Sie merken schon, die Warmlaufphase im Podium ist vorbei. So, aber es gibt Bedürfnis dazu, noch darauf zu reagieren. Das ist völlig richtig. Ich will ja ein bisschen provozieren, weil Sie haben ja dann 2 Tage jetzt noch Zeit, darüber nachzudenken. Ich sage ja auch nicht, dass ich TeamLab toll finde, das mit den Babys. Ich wollte es ja nur mal zeigen, wie es gemacht wird, damit man sich das irgendwie anguckt. Und ich glaube, radikal muss man manchmal denken. Wir machen viel so Szenario-Planning bei uns. Wir gucken uns radikale, überlegen uns radikale Szenarien. Wie würde eine Stadt aussehen, ohne privaten Autoverkehr? Ist doch ein tolles Szenario, oder? Das wird nicht eintreten, aber das macht einfach was mit dem Kopf und mit dem Denken. Nur so meinte ich das. Ansonsten gebe ich Ihnen völlig recht. Noch mal gern. Ja, wir haben ja einen Fonds digital aufgelegt und ich hatte das Vergnügen, in den letzten Tagen die Anträge zu lesen, eine Vielzahl von Anträgen, die kamen, und bin insofern etwas optimistischer gestimmt als Sie, Frau Zimmer, über das Potenzial, was schon was erprobt wird sozusagen in vielen Kultureinrichtungen. Da können sich nicht nur Museen bewerben oder Content, sondern auch Theater und Literaturhäuser. Und es war interessant zu sehen, dass besonders die Anträge stark waren, die nicht nur versuchten, der Unterhaltungsindustrie sozusagen ein Gap aufzuholen zur Unterhaltungsindustrie, also archäologisches Museum, was ganz tolle Hologramme und irgendeinen Budenzauber abfackelt, um noch besser zu zeigen, wie die Schlacht aussah, sondern die Anträge, die versucht haben, über digitales Denken auch die Nutzerinnen und Nutzer, die Besucher herauszufordern, aus ihrer eigenen Blase, aus der Box herauszukommen und nicht nur über Algorithmen zu bedienen, was wir schon wissen und was wir noch mehr haben wollen, sondern tatsächlich über digitales Kuratieren, Gewohnheitsmuster zu hinterfragen und natürlich das große Thema KI anzugehen. Das ist natürlich eine Frage des Geldes, die nicht im Alltagsgeschäft zu lösen ist, sondern dafür sind da ja auch Förderprogramme da. Und da haben wir 18 Millionen drin. Das ist schon klar, dass man das nicht so aus dem Budget macht. Aber ich glaube, da wird sich sehr viel tun und da gibt es auch schon interessante Vorreiter, die sowohl im Kleinen auch wie mit ganz großen Projekten versuchen, die Möglichkeiten des Digitalen kritisch zu prüfen. Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Und jetzt möchte ich Ihnen, dem Publikum, wir haben noch ein bisschen Zeit, Gelegenheit geben, auch ein paar Fragen zu stellen, vielleicht Anregungen zu geben, auch für die Diskussion. Wir sind am Start der Tagung. Morgen wird genug Raum dafür sein. Wenn ich Sie bitten darf, kurze Fragen zu stellen, zu sagen, an wen Sie adressieren und vielleicht, wenn Sie möchten, wer Sie sind. Bitte schön. Gibt es Fragen, Anregungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich vorschlagen, dass ich noch eine Aufgabe wahrnehme, die sozusagen auch mit dem Podium hier zu tun hat. Sie alle haben so ein spannendes Kuvert bekommen in Ihren Tagungsunterlagen. Es ist unmöglich, eine Tagung über smarte Museen und Smart Cities ohne partizipative Elemente zu machen. Und da geht es ein bisschen um einen Schuss Astrologie. Das heißt, wir fragen und die Tagung fragt nach unseren Vorstellungen, wie Stadtmuseum künftig aussehen wird, welche Visionen wir dafür haben. Und Sie sind ganz herzlich aufgefordert, dieses Kuvert aufzumachen und diesen schönen Kreis, der da drin ist, zu nehmen und ein Stück weit mal in die Zukunft zu denken und Ihre Vorstellung von einem smarten Museum zu formulieren. Und das Ganze wird dann im Stadtraum sichtbar, erlebbar, nachvollziehbar und auch diskutierbar. Ich hoffe, die Veranstalter sind mir nicht böse, wenn ich dieses Verfahren so ein bisschen für den Schluss des Podiums vorwegnehme und Sie alle hier auf dem Podium vielleicht ganz kurz frage, was Sie in diese Glaskugel, wenn man Sie in die hineinschaut, für die Perspektiven eines smarten oder, man kann es ja auch ganz elementar übersetzen, gut funktionierenden und seine Rolle wahrnehmenden Museums für die Zukunft denken würden. Das wäre, glaube ich, ein ganz schöner Abschluss für unsere Runde hier, und alles Weitere können wir dann beim Glas Sekt. Ich fange mal bei Frau Haß an. Was schreiben Sie in den Kreis hinein? Was schreibe ich in den Kreis hinein? Für mich vollkommen überfordert. Kann auch geheim bleiben, wenn Sie nicht möchten. Nein, einfach tatsächlich schreibe ich da rein, oder ich glaube, darin liegt die Zukunft, sich immer wieder verführen zu lassen, neu zu denken, also die eigenen Muster zu verlassen, und das geht, glaube ich, nur mit anderen. Ja, Frau Götzmann, das Stadtmuseum Potsdam in der Zukunft.
Ja, das Stadtmuseum Potsdam, aber ich würde es auch generell auf Museen beziehen wollen. Ich verstehe sie als ein vertrauensvoller Ort. Also ich würde das Zitat, was Sie vorhin gebracht haben, etwas abwandeln. Ich würde sozusagen den Ort als vertrauensvollen Ort bezeichnen, der Menschen zusammenbringt. Und zwar Menschen, die für eine Vielfalt unserer Gesellschaft stehen und die sozusagen diesen Kunst- und Kulturgenuss gemeinsam genießen wollen. Wenn wir das sozusagen schaffen, dann haben wir, glaube ich, ein ganz großes Ziel erreicht. Für mich wäre es wichtig, dass sozusagen der Kulturbegriff nach wie vor auch sozusagen sich noch durchaus auch mal mit analogen Elementen verbindet. Aber wichtig erscheint mir vor allen Dingen die Fragen, die wir stellen und ob wir es schaffen, Gegenwartsbezüge zu erzeugen mit den Themen, die wir angehen. Zima. Ich glaube, ich würde mein Lieblingswort Komplizenschaften da reinschreiben. Sich Verbündete suchen, Leute, mit denen man gerne arbeitet und die tolle Ideen haben. Mhm. Frau Siemann. Ja, also ich würde sagen, für mich wäre es der Ort der Begegnung in der Stadt, und zwar zwischen Menschen, zwischen Vereinen, zwischen Objekt und Betrachter, zwischen den verschiedenen Publika und Gruppen, die in das Haus kommen, vielleicht Begegnung mit der Innen- und Außenwelt, mit sich selber, also das wäre mein Wunsch. Ja. Vielen Dank an Sie alle hier in der Runde auf dem Podium für eine Stunde sehr lebendiger Diskussion, Ihnen im Raum für geduldiges Zuhören, und vielleicht haben wir es geschafft, diese oder jene Anregung für die morgige Diskussion hier auch zu platzieren. Ansonsten stehen alle hier auf dem Podium noch in den nächsten Minuten und in der nächsten Stunde zur Verfügung fürs Gespräch, dann im Vernetzungs- und gemütlichen Teil dieses Abends. Wie es weitergeht, wird uns Frau Götzmann, glaube ich, sagen. So viel aus meiner Warte her. Und nochmal vielen Dank ans Podium und in den Saal. Ja, verehrte Gäste, ich darf Sie noch ganz herzlich einladen zu einem kleinen Sektempfang, den wir als Haus zur Verfügung stellen, weil wir gedacht haben, es ist ganz nett, wenn wir alle auch noch sozusagen gleich im Foyer, das ist einmal hier auf dieser Etage, also direkt, wenn Sie rauskommen, und im unteren Foyer, also wir können uns da so ein bisschen verteilen, also nochmal die Möglichkeit haben, auch gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Ich finde es so toll, dass so viele Museumskolleginnen und Kollegen aus so vielen Bundesländern da sind, und ich denke auch, wir sollten die Zeit noch mal nutzen, ins Gespräch zu kommen. Das ist sozusagen das eine. Aber das andere ist, das würde ich eben auch gerne noch ankündigen, dass wir derzeit 3 Ausstellungen hier im Hause zeigen. Wir haben gerade darüber gesprochen, was sozusagen unser Haus auch betrifft. Wäre natürlich auch schön, wenn Sie vielleicht noch die Möglichkeit auch nutzen, sich das eine oder andere anzusehen. Wir bieten Ihnen gleich 3 Führungen an durch wissenschaftliche Mitarbeiter unseres Hauses. Also wer Lust hat, kann sich gerne so einer Kurzführung von 20 Minuten anschließen. Das wäre eine Etage hoch, ist unsere ständige Ausstellung Potsdam, eine Stadt macht Geschichte. Und da würde die Frau Dr. Kaiser führen, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und Anke Stemmann ist bei uns die Vermittlerin im Haus. Die beiden würden den Part oben übernehmen. Wer Lust hat, sich unsere Sonderausstellung Potsdam unter dem roten Stern anzusehen, der wird verwiesen an meinen Stellvertreter, an Hannes Wittenberg, der sozusagen als Kurator eine kleine Kurzführung macht, 20 Minuten. Kleine Bitte noch, bitte entweder vorher den Sekt trinken und dann in die Ausstellung oder erst mitgehen und dann zum Glas Sekt greifen, aber bitte nicht mit einem Glas in die Ausstellung. Ich muss so ein bisschen an den Schutz der Objekte denken. Wie gesagt, Sie sind ganz herzlich eingeladen. Die Überlegung noch vielleicht oder kleine Überleitung dann auch für den nächsten Tag, morgen früh wird sozusagen die Veranstaltung hier auch im Saal weitergeführt werden. Erst am Freitag werden wir auch einen zweiten Veranstaltungsort haben. Morgen, wie gesagt, wieder 9.30 Uhr hier im Saal. Kleine Bitte noch an der Anmeldung, sich noch mal kurz den Tagessticker dann auch abzuholen. Und was sozusagen Programm und Ausrichtung anbelangt, das haben Sie alles in den Unterlagen. Morgen werden wir als ersten Beitrag mit Tilman von Stockhausen anfangen, Direktor der Freiburger Museum, der zum Sammeln und Ausstellen im digitalen Zeitalter Stellung nehmen wird. Ja, soweit vielleicht als kurze Info. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und noch eine angenehme Zeit bei uns im Haus. Danke. Applaus